Granulatförmige Schüttgüter in Container zu verladen, das war bisher ein kompliziertes und langwieriges Vorhaben. Die Spedition Karl Schmidt aus Heilbronn hat sich dieses Problems angenommen. Es gab bisher keine Möglichkeit, Granulat heckseitig in kurzer Zeit in Container einzubringen. Wir haben dafür die Lösung gefunden. Heinz-Jürgen Effern hat einen mobilen Granulatwerfer konstruiert. Das Gerät wurde inzwischen patentiert und gemeinsam mit einem Hersteller für Fördertechnik in Serie gebaut. Da es beim Transport von Granulaten auf höchste Sauberkeit ankommt, erhält der Container zunächst eine Innenhülle. Nun wird das am Heck des Lastzuges montierte Gerät mit bordeigener Energie so weit nach vorne verschoben, dass der speziell geschulte Mitarbeiter das Kunststoffinlet an die Maschine anschließen kann. Jetzt fährt der LKW mit dem vorbereiteten Container unter das Silo und der Beladevorgang kann sofort beginnen. Durch den bordeigenen Stromgenerator ist der Heckwerfer vollkommen unabhängig. Ein 20-Fuß-Container ist nach rund 30 Minuten komplett befüllt. Das hat mit herkömmlicher Technik bisher mehr als 2 Stunden gedauert. Eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis. Direkt im Anschluss kann der volle Container zum nächstgelegenen Terminal gefahren werden. Durch simples Drehen des Granulatwerfers können aber auch weitere Container herangefahren und befüllt werden. Der Kunde muss sich um nichts mehr kümmern. Wir bringen das Fachpersonal und das entsprechende Equipment mit, um die Container heckseitig befüllen zu können und gewährleisten so eine einwandfreie und qualitative Beladung des Fahrzeuges. Die Experten von Schmidt Heilbronn sind davon überzeugt, dass das Heckwurfgerät die beste Lösung ist, um granulatförmige Schüttgüter per Container in die Welt hinauszuschicken. Bereits heute bietet Schmidt eigene Containerverkehre in die USA und in die Türkei an.